Wir starten jetzt mit der parlamentarischen Beratung der Migrationsgesetze. Und für uns ist vollkommen klar, dass wir einen Zweiklang erreichen möchten, der auf der einen Seite darin besteht, dass wir Fachkräftezuwanderung nach Deutschland verbessern möchten und auf der anderen Seite die Durchsetzung der Ausreisepflicht für diejenigen, die nicht in Deutschland sein dürfen, deutlich verbessern. Aus beiden Aspekten zusammen wird eine in sich konsistente Zuwanderungsstrategie und deshalb werden wir das in den parlamentarischen Beratungen vorantreiben. Uns ist es wichtig, dass aufgrund der prosperierenden Wirtschaft, dem demografischen Wandel unserer Gesellschaft, wir den Facharbeitskräftebedarf decken können und dass diejenigen, die zu uns kommen, in den Arbeitsmarkt migrieren und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Dafür werden wir jetzt die Voraussetzungen schaffen.